Ja, moin, liebe Borussen, super, dass ihr auf den Sonntag wieder dabei seid. Ja, wieder eine schwierige Folge heute, eine bodenlose Leistung gegen Mainz 05. Ich hatte immer die Hoffnung nach den Siegen gegen Leipzig, Dortmund und jetzt Bayern, dass wir vielleicht nochmal irgendwas in dieser Saison erreichen können. Aber die Truppe ist einfach dazu nicht fähig. Und da habe ich jetzt auch die Hoffnung aufgegeben. Ich bin immer ein Optimist, ich bleibe auch immer ein Optimist. Aber auch mich hat die Mannschaft jetzt so weit gebracht, dass ich einfach nicht glaube, dass da mit dem Team und der Zusammenstellung so noch was möglich ist in dieser Saison. Definitiv nicht. Dazu werden wir jetzt gleich kommen. Lasst aber gerne wie immer ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, es gibt tatsächlich, bevor wir reinstarten, noch wichtigere Themen als Fußball und eine Niederlage in Mainz. Ja, Jordi Bongard ist jetzt über ein Jahr tot. Ja, ich hoffe, er ruht in Frieden. Der wird für immer Borussia bleiben. Ist hart, für seine Familie hart. Ich hoffe, die hat genug Kraft, um das, ja, um damit leben zu können. Vergessen wir es nicht. Ja, und der Ukraine-Krieg ist auch schon jetzt ein Jahr her. Da werden auch viele Menschen nicht mehr zurück zu ihrer Familie kommen können. Das ist einfach, ja, wichtig, dass man sowas anspricht. Und das hat auch bei mir in der Folge Platz. Ja, aber jetzt starten wir rein. Ist ein harter Bruch. Spiel gegen Mainz 05. Ja, ich kann mir die Interviews nach dem Spiel tatsächlich nicht mehr anhören. Also Kramer sagt, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Farker sagt, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir haben keine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hatten zwei Schüsse aufs Tor. Beziehungsweise noch nicht mal aufs Tor. Das Ding vom Kone, was wirklich gut rausgespielt war, muss man sagen. Und Stindl schießt das Tor mit 3 km/h einmal am Tor vorbei und das war's. Also mehr habe ich nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Und dann kannst du nicht von einer ordentlichen ersten Halbzeit sprechen. Tut mir leid. Also das ist einfach keine gute erste Halbzeit. Und Farke muss aus meiner Sicht auch Nico Elvedi langsam mal schützen. Den kannst du aktuell nicht auf den Platz stellen. Also der steht ja komplett neben sich. Ich mag Nico Elvedi, er hat überragende Leistung für unsere Borussia gebracht, aber der hat im Moment wirklich ein Formtief vom Allerfeinsten und da musst du Friedrich jetzt mal stellen. Das bringt doch alles nichts. Also klar, der Pass vom Omlin auf ihn ist ja schwierig, aber den musst du dann wegknallen, den darfst du so nicht verlieren. Das war ja nicht das einzige Ding, da kassierst du halt das 1-0, aber Nico Elvedi hatte ja dann nochmal ein Ding, wo er quasi gepennt hat und wo, glaube ich, Sippel dann schon das Ding entschärfen musste. Also das Nico Elvedi hätte zur Halbzeit rausgemusst, das ging nicht. Also das hat auch jeder gesehen. Und in der zweiten Halbzeit Tor Ingwarzen, klar, da sieht Sippel ein bisschen unglücklich aus, lässt den Ball vor Ingwarzen abklatschen, aber da will ich Sippel keine Schuld geben, Hofmann und Leiner vertändeln da den Ball. Das waren alles so einfache Tore beim 3-0, verliert Thuram vorne den Ball, aber du hast auch nie Zugriff gehabt, du hast nie Zugriff auf die Abschlussspieler gehabt, dann macht Aschorg das 3-0. Ja, und 4-0, ich habe noch nie einen Spieler in der Bundesliga gesehen wie Aaron Martin, der so frei flanken konnte. Da waren 5 Meter rum, gar keiner. Der flankte ganz gemütlich rein, in der Mitte ist auch keiner. 4-0, ja, ist für mich nicht zu erklären. Und dieser Leistungsabfall immer. Ja, und dann läufst du auch in Spielen, wo du kämpfen musst, zu wenig, wieder 10 Kilometer weniger. Ich habe das Thema noch nie benannt, aber gerade in so Spielen musst du einfach läuferisch voll auf der Höhe sein. Und das waren wir nicht. Und kommen wir zur Spielerbewertung. Wie immer möchte ich aber, ja, also ich will auch noch was zu Farke sagen. Ich bin immer, also ich werde niemals, also niemals nicht, aber in dieser Saison werde ich nicht sagen, dass wir einen neuen Trainer brauchen. Das halte ich immer noch für Quatsch. Aber in der neuen Saison musst du liefern. Da muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen, da muss Wirkus liefern, da muss Farke liefern. Also das kannst du dir nicht nochmal ein Jahr antun. Da müssen jetzt auch mal andere Spieler rau auf dem Platz. Also ich habe Farke immer in Schutz genommen, aber ich lasse die Saison so noch durchgehen, hole maximal viele Punkte und dann muss im Sommer der Umbruch her und dann muss geliefert werden. Ne? Also das ist halt so. Und kommen wir zum Spiel. Ja, Omlin kannst du nicht bewerten. An dem einen Gegentor konnte er nichts machen. Das ging auf Elvedis Kappe und in der Mitte war es dann nicht mehr zu verteidigen, weil Elvedi natürlich auf außen gezogen wurde. Lee kam dann frei zum Kopfball. Ich weiß nicht, ob Ben Zebaini da hätte noch hinkommen können, aber es reicht nicht. Omlin will ich nicht bewerten. Ich bewerte dafür Sippel. Sippel war unglücklich. Ne? Also beim zweiten Tor flankt er den Ball, lässt er den Ball so in die Mitte abklatschen, aber das ist halt eigentlich, ja, kann man das, also ich würde ihn jetzt da keinen richtigen Torwartfehler ankreiden. Beim 3-0 sehe ich die Sache ein bisschen anders. Ich glaube, ein guter Torwart, guter Bundesliga-Torwart hält den oder macht den Winkel so zu, dass er noch drankommt.
da will ich ihn jetzt nicht von der Schuld freisprechen. Ja, und 4-0 ist halt, steht er blank vor ihm. Ne? An einem guten Tag kann man ihn halten, aber ja, ist dann auch keine gute Leistung von Sippel aus meiner Sicht. Ich gebe ihm eine 5, weil ich finde schon, von den 3 Gegentoren, die er gefangen hat, kannst du an einem guten Tag 1 bis 2 halten. Ne? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bleib dabei. Also das sind haltbar gewesen. Leiner, boah, schwierig. Kämpferisch ist er immer da, aber das reicht nicht. Also das reicht von der Leistung einfach nicht. Ich bin ein Fan von Leiner, aber gerade in was in Sachen Technik angeht, also auch die einfachen Dinge, Ballannahme, Kurzpässe, obwohl er eine Chance von Kone gut vorbereitet hat, ist das kein Bundesliga-Niveau, tut mir leid. Da gebe ich ihm auch eine 5. Itakura war noch irgendwie der stärkste Mann auf dem Platz. Der ist die ärmste Sau im Moment, aus meiner Sicht. Ich glaube, der hat sich auch mehr versprochen von seinem Wechsel nach Gladbach, als so, wie es jetzt läuft. Ich gebe ihm eine 3. Ich fand das in Ordnung. Ich finde Nico Elvedi, ich mag den, aber den musst du jetzt mal rausnehmen. Also, wenn er im nächsten Spiel wieder spielt gegen Freiburg zu Hause, dann verstehe ich es nicht mehr. Der muss ich mal abkühlen. Ist einfach eine 6. Also, tut mir leid, aber das ist aktuell kein Bundesliga-Niveau, so wie er spielt. Das reicht einfach nicht. Benze Baini, ich bin mir mittlerweile der Überzeugung, dass ich den nicht mehr im Trikot sehen will, auch wenn es hart klingt. Er wird zu Dortmund gehen. Ich finde die Einstellung, wie der gestern auf dem Platz rumgelaufen ist, absolut inakzeptabel von der Körpersprache her. Kann ich mir das nicht mehr angucken, ehrlicherweise. Auch wenn Benze Baini an guten Tagen gut spielt, ist das für mich, sollte da Luca Netz spielen. Kann jeder sehen, wie er will. Ich möchte Benze Baini nicht mehr im Trikot unserer Borussia sehen, deswegen kriegt er von mir auch eine 6. Kramer, ja, ist halt Kramer, hat jetzt keine großen Fehler gemacht, aber das reicht halt in so einem Spiel halt auch nicht. Ne? Ich fand, war sehr unauffällig, hat jetzt keine großen, also er war jetzt aus meiner Sicht an keinem Tor beteiligt, hat nicht sonderlich viele Fehlpässe gespielt, aber es reicht nicht. Genauso wie Manu Kone gegen Bayern München, Weltklasse, und das war jetzt, hat er wirklich wieder viele Ballverluste gehabt. Hat zwar gekämpft, aber ich würde beiden 6 eine 5 geben. Kone hat, ja, hat es probiert, irgendwie hatte auch die Chance in der ersten Halbzeit, aber da waren auch wieder einige Ballverluste dabei, eine gelbe Karte bekommen, die ja nicht verkehrt ist, aber das war nicht mal ein cooles Spiel, muss man einfach so sagen. Stindl, auch sehr unauffällig, hat in der ersten Halbzeit einen Torschuss gehabt, aber das war auch, also ich würde den 3 in der Zentrale eine 5 geben, und ich sage euch eins, dazu komme ich gleich noch, ich habe gestern das Schalke-Spiel gesehen und Schalke gegen Stuttgart, es hat mir wirklich Freude gemacht, das anzugucken, ja, weil Schalke ist spielerisch mit Sicherheit limitiert, aber wie die kämpfen, wie die ihre Leistung auf den Platz bringen, und die kämpfen um jeden Meter auf dem Platz und haben dann auch aus meiner Sicht 2-1 kämpferisch den Sieg geholt. Also die haben einfach mit Kampf den Sieg geholt, auch wenn sie spielerisch limitiert sind, aber du weißt, die Truppe, die spielt für den Verein zu jeder Minute, und die werden auch den Klassenerhalt schaffen, da bin ich mir sicher. Von der Einstellung her sind die Schalker uns meilenweit voraus. Und Jonas Hofmann, muss man da wirklich sagen, nach der Aussage letzter Woche, wir können uns gegen Mainz nicht, wir können uns nur gegen die großen Mannschaften motivieren, und gegen Mainz reicht das dann wohl nicht. Normalerweise müsste man dem jetzt nach so einer Leistung mal ein paar Wochen auf die Tribüne setzen, und so eine Aussage, das geht nicht. Also jetzt nach dem Spiel letzte Woche habe ich das noch nicht so gesehen, weil ich natürlich im Freudentaumel war, aber jetzt auch die Leistung von Jonas Hofmann fand ich bodenlos, und jetzt mit der Aussage ist es für mich eine 6. Du kannst es jetzt im Nachgang ist die Aussage noch mal viel schwerwiegender aus meiner Sicht, und Jonas Hofmann sollte sich da wirklich mal hinterfragen, ob das alles so okay ist. Wenn er sich nicht motivieren kann, dann soll er keine Bundesliga spielen. Tut mir leid, aber da habe ich einen Kaffee auf. Hannes Wolf, sein Spiel war es auch nicht. Er hat es probiert, hatte auch einen Torschuss in der zweiten Halbzeit auf den Mann, aber das reicht ja nicht. Das war dann auch eher eine 5. Habe ihn aber trotzdem irgendwie habe ich Jonas Hofmann gestern gefressen gehabt, Freitag gefressen gehabt. Ich konnte mir das nicht ansehen, deswegen bewerte ich Wolf besser. Ich finde Player sieht man es an, dass er kämpft, dass dem das auch richtig auf den Sack geht, was da aktuell abläuft. Ich gebe Player eine 4, auch wenn ich nicht viel zustande kam, aber ich habe das Gefühl, dass Player das wirklich richtig auf die Nerven geht, was da aktuell gespielt wird, und der eigentlich will. Thuram kam rein, aber ich fand auch,
von der Körpersprache her, von der Mentalität her. Klar, er hatte diese eine Chance zum 2-1, dann könnte es nochmal knapp werden. Aber das hätten wir auch nicht verdient gehabt, da irgendwie nochmal zurückzukommen. Und hat den Ballverlust vor dem 3-0. Ja, ist auch eine 5. Ist auch eine 5. Und das ist meine Spielerbewertung. Mit einem Blick auf die Tabelle, Platz 10. Kann heute noch auf Platz 11 gehen, wenn Leverkusen gewinnt. Ja, und dann kommen ein paar harte Wochen. Also jetzt kommt Freiburg. Da sahen wir ja letzte Saison auch überragend aus beim 6-0. Ich glaube, dann fährst du zu RB. Dann kommt Bremen und dann ist Derby. Ja, da hast du einiges vor dir in den kommenden Wochen. Und mit so einer Einstellung wie jetzt gegen Mainz, wenn du da gegen Freiburg zu Hause antrittst, kriegst du einen auf den Sack. Wieder auf den Sack. Ja, wir wollten weniger Tore kassieren diese Saison. Das wird auch nichts. Wir stehen jetzt schon bald bei 40. Ja, also es ist nicht besser geworden, muss man schon so sagen. Und da muss in der neuen Saison was passieren. Ansonsten muss sich Wirkus und Farke auch einige Fragen gefallen lassen mittlerweile. Also ja, ich lasse ihn das jetzt noch durchgehen diese Saison, weil ich glaube, es wirklich an der Truppe liegt. Das ist einfach eine bodenlose Truppe, das ist kein Team. Aber in der kommenden Saison muss das anders werden. Ja. Wirkus geht es natürlich auch sehr auf die Nerven, hat er auch gesagt. Also wir fressen zu viele Gegentore, viel zu viele Leichte. Also wenn du dir alle Gegentore jetzt in Mainz anguckst, das 1-0, Innenverteidigerfehler, Elvedi, das 2-0, ja, ein Konter, aber ohne Aggressivität auf den Ball, Ballverlust vorher von Leiner und Hofmann, also auch ein Ballverlust 2-0, Torwart kann ihn wahrscheinlich auch noch halten. 3-0, Ballverlust vorher, ja, ist auch zu easy und 4-0. Da hat der Flankengeber 10 Meter Platz, also da stimmt irgendwas nicht. Ich kann da wirklich verstehen, aber da muss jetzt im Sommer geliefert werden. Noch so eine Saison halte ich nervlich nicht aus. Jonas Omlin, wenigstens eine gute Nachricht, ist wohl nur noch eine Zerrung. Da besteht Hoffnung, dass er gegen Freiburg noch spielen kann. Das wäre wichtig. Ich glaube, ohne Omlin fehlt uns auch noch mehr Mentalität. Ich finde, der bringt von der Einstellung her bringt er alles mit, aber ja, den Rest kannst du tatsächlich in der Pfeife rauchen. Und Gladbach-Rückkehr oder fester Wechsel, so wie, ich will die Quelle jetzt, also das ist 90 Minutes, Partner von RAN, sagt, Burnley hat eine Kaufoption für ca. 3,5 Millionen. Ich hoffe, das stimmt nicht, weil dann wäre es wirklich aus meiner Sicht ein kapitaler Fehler von Roland Wirkus. Ich habe ihn bis jetzt immer in Schutz genommen, aber wenn das stimmt, wie gesagt, ich will der Quelle nicht zu viel Glauben schenken, aber wenn Jordan Bayer mit für 3,5 Millionen zu Burnley wechselt beim Vertrag bis 2026, 2027, dann verliere ich wirklich jeden Glauben. Und ja, abschließend, wie immer, kommt noch in Discord vorbei, 1300 Brussen, könnt ihr euch mit austauschen, auch manchmal sehr, sehr hitzig. Und so soll es aber auch sein. Wir sind alle mit Leidenschaft dabei. Bilder aus dem Stadion, Tickets etc. könnt ihr euch zu austauschen. Und ja, für mich war es das heute. Einfach wieder ein harter Sonntag. Ich muss dafür das, glaube ich, auch nicht mehr so zu Herzen nehmen. Sonst wird kaum noch ein Sonntag gut für mich werden, anscheinend. Und ich wünsche euch jetzt trotzdem noch einen schönen Tag. Nicht zu viele Gedanken an Borussia verschwenden. Verbringt etwas Zeit mit eurer Familie. Habt ein bisschen Spaß und macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.